Vielen Dank und herzlich willkommen, Michael, unserem Sprecher. Yes, thank you very much. Hallo, vielen Dank. Also, das ist jetzt der Talk hier. Und manchmal werden schwierige Sachen auch lustig. Und Nuklearwaffen sind ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und deswegen fange ich mal mit einer etwas lustigeren Note an. Und wenn wir von Witzen zu den richtigen Sachen drüber gehen, bleibt es immer noch genauso bizarr. Und wenn man sich dieses Foto anguckt, ja. This is ein General der Vereinigten Staaten, der nach der ersten Testserie von Kernwaffen nach den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki im 1946 feiert, dass das so ein toller Erfolg war und schneidet hier diesen tollen Pilzwolkenkuchen an mit seiner Frau. Und ja, bizarrer als das geht es kaum noch. Und ein Disclaimer am Anfang, und ich werde über verschiedene Länder reden, und das geht hier um viele Länder und ist ein weltweites Problem. Und was ich gelernt habe, ich habe in Hamburg studiert an der Universität, ich bin Physiker und habe Friedensstudien betrieben und gucke mir alle Quellen an, die mir zugänglich sind, in Deutsch und in Englisch. Und ich kann nicht Russisch lesen und ich kann auch nicht Chinesisch lesen. Also was ich sage, wenn ich über die Motivation und die Geschichte verschiedener Länder spreche und sehr, sehr komplizierte Geschichte wie Indien und Israel, dann kann ich natürlich nicht ganz genau alles repräsentieren und alles darstellen und den Zusammenhang und die Geschichte von diesen Ländern in so einer kurzen Zeit. Also wenn meine Perspektive etwas schief ist, weil ich aus der westlichen Sicht spreche, dann tut mir das leid. Das liegt nicht in meiner Absicht und ich spreche auch gerne dann mit euch darüber anschließend. Also jetzt fangen wir richtig an. Ein Spoiler. Was passierte mit den Kernwaffen? Der Kalte Krieg ist vorbei und im Kalten Krieg brauchte man die alle und das ist vorbei. Und jetzt Ende der 80er, war das vorbei oder nicht? Nein, gar nicht. Die sind immer noch alle da. Und das ist das Problem. Das ist überhaupt das Problem. Es ist nicht weniger geworden. Und die verschwanden nicht einfach auf magische Weise und die wurden nicht weniger tödlich. Und dieser Kalte Krieg, dieser sogenannte Kalte Krieg des 20. Jahrhunderts ist vorbei. Und ein besonderer Fakt ist in sich schon lustig ist. Es gibt 5 Staaten, die legal Kernwaffen haben dürfen, und diese Zahl ist jetzt 13, ist auf 13 gestiegen während des 20. Jahrhunderts, und jetzt ist es 9. Und warum ist es nicht mehr 5? Und warum war es 5? Und darüber werden wir auch sprechen hier. Wir sprechen auch über viele Abkürzungen und komplizierte Themen. Und ich hoffe, dass am Ende des Vortrags ihr wenigstens eine von diesen Abkürzungen mal gesehen habt und wisst, was sie bedeuten. Ja, aber was könnt ihr tun? Wenn es euch interessiert, das Problem zu lösen, das Problem der Kernwaffen zu lösen, dann und ihr mehr wissen wollt darüber, dann gebe ich euch ein paar Tipps gegen Ende des Vortrags. Also, jetzt fangen wir an. Nuklearwaffen, Kernwaffen bestehen aus ganz besonderen Sachen und einige Dinge muss man einfach haben, damit sie funktionieren. Eins davon ist zum Beispiel Uran. Das ist ein Schwermetall, ein natürliches Element, das kommt natürlich vor in Mineralien in der Erde, aber damit es nützlich wird, um Kernwaffen zu bauen, muss man einen Prozess durchführen, der Anreicherung heißt. Und das bedeutet, das Verhältnis der Isotope, die verschiedenen Typen von Uran, die man im natürlich gewonnenen Uran findet, das muss man ändern, und zwar ganz dramatisch. Ihr seht hier im natürlichen Uran, im natürlichen Uran ist auf dem linken Bild das, glaube ich, falsch. Ja, und Anreicherung bedeutet für ein bestimmtes Isotop, man braucht irgendwie viel mehr von dem einen. Und das linke Bild ist falsch, das muss genau andersrum sein. No?
No, no, it shouldn't. Okay, I'll just move to the next slide. Und ich gehe einfach zur nächsten Folie über. Was ich sagen will, ist, dieser Anreicherungsprozess ist sehr kompliziert und sehr, sehr teuer. Und wenn ihr selber Kernwaffen bauen wollt, dann kann man das auf diese Art machen, aber es ist sehr teuer und sehr aufwendig. Und die Alternative ist Plutonium. Das ist ein anderes Element, aber es gibt es nicht in der Natur. Es zerfällt ziemlich schnell und schnell bedeutet hier einige 10.000 Jahre im Gegensatz zu einigen Millionen Jahren für Uran. Und dieses Stück Plutonium hier wiegt irgendwie zwischen 10 und 15 Kilogramm, ist tatsächlich kritische Masse. Es könnte in einer effizienten Reaktion explodieren, wenn es eine Form hätte. Und deswegen könnte man hier ein Bild davon machen. Wenn es eine Kugel wäre, wäre es kritische Masse und würde explodieren, aber als Ring ist es nicht gefährlich. Es ist natürlich gefährlich. Es ist nicht ungefährlich. And this you get out of nuclear reactors. Dieses hier bekommt man aus Kernreaktoren, die man für Stromerzeugung auch benutzt. Man fährt seinen Nuklearreaktor, meinen Kernreaktor und macht Strom und hat blinkende Lichter und alles. Und das, was natürlich aus diesem Prozess entsteht, ist Plutonium. Und das kann man beschleunigen, man kann mehr Uran reintun und dann kriegt man mehr Plutonium. Aber im Prinzip braucht man nur einen ganz normalen Kernreaktor. Und im Vergleich mit der Urananreicherung ist das relativ einfach zu machen. Und das sind die beiden Materialien und man bringt die Materialien zusammen und diese Bilder sind alle aus der Wikipedia und da gibt es, jetzt weißt du, wie man eine Bombe baut und so, aber alles, was ich hier schreibe, ist alles schon lange öffentlich bekannt. Und also das einfachste Design ist das Gun-Type-Design, das Kanonendesign. Man hat zwei unterkritische Teile von Uran, die sind beide zu klein, alleine zu explodieren man bringt die zusammen. Oft werden die gezeigt als Halbkugeln, aber das funktioniert nicht wirklich gut. Was man wirklich hat, ist eine Röhre oder eine Reihe von Ringen und man schießt einen Stab dadurch. Und das funktioniert mit Uran und das ist die einfachste Möglichkeit, eine Atombombe zu bauen. Und das funktioniert mit Plutonium nicht, aus komplizierten kernphysikalischen Gründen. Die Spaltungsreaktion fängt zu schnell an, weil es zu viele freie Neutronen gibt. Und es funktioniert so nur mit Uran. Und die andere Möglichkeit ist eine Implosionsbombe. Und man hat eine Hohlkugel. Das heißt, man hat Plutonium nicht in einer Kugel, sondern mit einer Kugel, die in der Mitte hohl ist. Und es gibt eine ganz komplizierte und genau angeordnete Anordnung von Sprengstoffen außenrum. Und bei der Zündung drücken diese Sprengladungen das Plutonium zusammen und das erzeugt dann die Kernkettenreaktion, die dann explodiert. Und man kann diese Sachen kleiner und leichter machen. Und das bedeutet, heute sind fast alle Atomwaffen Implosionstypen und nicht Gun-Type. Man kann Tritium oder Deuterium auch reintun und das heißt Boosting. Und man hat dieselbe Atomwaffe und es macht eine große Explosion und man tut Tritium oder Lithium rein oder Deuterium und das explodiert dann noch heftiger und das verstärkt die Reaktion. Und Deuterium und Tritium an sich sind relativ harmlos, aber die sind für diese Nicht-Weiterverbreitungsverträge sehr wichtig, weil man damit die Leistung erhöhen kann. Sie zeigen, wie weit diese Entwicklung geht. Man sieht hier, wie David Crockett ist das hier. Das ist eine Atombombe. Und das amerikanische Militär hat es entwickelt und hier in Deutschland stationiert. Und das hier ist tatsächlich genau so eine schlechte Idee, wie es aussieht. Also wie weit kann dieses hier fliegen? Das ist zwischen 2 und 4 Kilometern weit, kann das Ding fliegen. Ja. Und der Radius, in dem man eine tödliche Strahlungsdosis abbekommt, ist ungefähr 1 Kilometer. Das heißt, man muss ein sehr guter Schütze sein, man muss sehr sicher sein, woher der Wind kommt und so. Und es wurde nie benutzt, glücklicherweise, wie viele andere Waffen auch. Aber ja, das gab es halt auch. Und jetzt kommen wir zu der Wasserstoffbombe oder der thermonuklearen Bombe oder das Teller-Ulam-Design. Und das ist im Prinzip im Wesentlichen das Gleiche. Das heißt, man hat eine ganz normale Atombombe, als wäre das alleine noch nicht schlimm genug. Und man tut noch eine Fusionseinheit da dran. Und diese normale Atombombe zündet
den Fusionsteil und das erzeugt eine viel, viel größere Explosion. Um zu zeigen, wie viel größer das ist, gucken wir mal, hier ist, diese Icons sind skaliert. Das ist vom Gun-Type 15 Kilotonnen. Und die Fläche des Icons ist proportional zu der Sprengleistung der Bomben. Das ist der Boosted Implosion Type. Das ist die größte sozusagen konventionelle Waffe, die man ohne Fusion bauen kann. Das sind 400 Kilotonnen und dann haben wir die größte jemals gebaute Fusionsbombe. Und das ist eine Fotografie der Zar-Bombe, der sogenannten. Und das war ungefähr 60 Megatonnen, die sie 1961 gezündet haben. Nachdem sie sich entschieden hatten, dass sie die 100-Megatonnen-Bombe nicht bauen würden. Und sie wussten nicht so ganz genau, was es mit der Atmosphäre macht oder irgendwie sowas. Und das heißt, die größte Explosion, die jemals stattgefunden hat, und die Schockwelle von dieser Explosion, wenn man 100 Kilometer davon entfernt war, würde man einen Riesenkrach hören. Und diese Schockwelle ist dreimal um die ganze Erde gekreist nach dieser einen Explosion. Und das war eine riesengroße. Und jetzt würde ich gerne nochmal zurückgehen und auf die kleinen Explosionen mich konzentrieren. Denn das Traurige ist, dass diese es ist wirklich traurig, dass diese tatsächlich benutzt wurde in einem Krieg und das war die kleinste da. Und das waren natürlich die Angriffe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945. Dies waren Bomben, eine davon war der ganz einfache Gun-Type und der andere war ein Implosionstyp mit Plutonium und der Implosionstyp war im Trinity-Device getestet worden vorher und das war die erste Nuklearexplosion, die es überhaupt auf der Erde gab. Und die Gun-Type-Assembly, der Kanonentyp, das war so einfach, dass sie es nicht getestet haben. Und das erste Mal, dass diese Typ Kernexplosion überhaupt stattfand, war bei dem Abwurf auf Hiroshima. Und das war die Effekte von einer Atombombe sind mehrfach. Es ist nicht einfach nur die Explosion, der Blast, die Luft, die weggedrückt wird. Das ist ungefähr die Hälfte der Energie, die freigesetzt wird. Die Hitze ist ungefähr die andere Hälfte und 5% ungefähr geht nur in die Strahlung. Aber wenn man bedenkt, wie groß die Gesamtenergie ist, dann macht auch die Strahlung alleine schon noch sehr viel Schaden. Und dann gab es etwas, was Neutronenbombe genannt wurde. Das ist eigentlich nur eine ganz normale Atombombe mit einigen anderen Materialien drin und radioaktiven Materialien, die Strahlung erhöht von dieser Bombe. Und bei solchen Bomben werden 20-30% der Gesamtenergie als Strahlung freigesetzt. Und die Effekte sind bekannt. Das ist ein Vorher- und Nachher-Bild von Hiroshima. Und ja, das ist ein Fluss und es sind auch Gebäude dazwischen. Und das so sah die Stadt nach der Explosion aus. Und das war einfach nur die Hälfte der Energie, die diese Häuser flachgelegt hat. Und die andere Hälfte waren eben diese Hitze. Und mit Lichtgeschwindigkeit kommt diese Hitzewelle. Und was man links sieht, ist der Schatten von diesem Ring. Und die Explosion war links vorne auf dem Bild. Und wo die Hitzewelle die Wand getroffen hat, war eine Wand. Und die Hitzewelle hat einen Schatten an dieser Wand hinterlassen. Und es gab eine Frau auf der rechten Seite, die fotografiert wurde. Das ist das einzige Bild von Verletzten, das ich zeigen werde. Aber es illustriert sehr deutlich, was man hier sieht. Die Brandverletzungen entsprechen den Mustern auf ihrer Kleidung, die sie hatte. Und wo die Kleidung dunkler war, wurde mehr Hitze absorbiert und die Haut wurde stärker verbrannt als an anderen
an anderen Stellen, wo es den Körper nicht berührt hat oder nicht so heiß wurde durch die Hitze. Das dritte ist Strahlungsvergiftung. Die Strahlung zerstört die DNS in den Zellen und man wird sehr unangenehm krank, und davon zeige ich euch aber keine Bilder. Und diese Strahlungskrankheit braucht einige Tage, bis es wirklich schlimm wird, bis die Symptome wirklich schlimm werden. Und einige Leute konnten noch gehen nach der Explosion und sind durch die Stadt gegangen und haben sich gefragt, was passierte. Und viele von denen brauchten später dann noch medizinische Hilfe, als sie dann krank wurden, als Nacheffekt nach der Explosion. Das war einfach nicht bekannt vorher. Die dachten, es ist einfach eine fürchterlich starke Bombe und die Stadt ist zerstört, aber ich lebe noch. Und nachher kam dann die Strahlungskrankheit und die Leute wussten es vorher einfach nicht. Und das wurde noch schlimmer gemacht dadurch, dass natürlich der Regen die radioaktive Asche von dem Fallout, von den Bränden in der Stadt, zusätzlich kam Regen und Asche wieder mit runter und kamen ins Wasser, und die Leute haben dann das radioaktiv verseuchte Wasser getrunken und wurden davon dann auch noch krank. Und es war schon richtig, richtig schlimm so. Und lass uns mal gucken, was jetzt passiert, wenn die Vereinigten Staaten diesen Kongress bombardieren mit einer 10-Megatonnen-Bombe. Und das ist die größte, die sie zurzeit haben. Und ja, also es ist irgendwie... Warum sollten sie das machen? Aber ja, wegen Snowden und so und Hating, Hass auf die NSA. Ja. Ach, da ist einer, den wir wollen, und noch einer daneben. Ach, egal, wir schmeißen trotzdem eine Bombe drauf. Wir sehen hier eine Karte der Stadt Hamburg, und das ist ein ganz tolles Programm, das heißt NukeMap. Und man kann ausrechnen, man sagt einfach, gibt ihm eine Stelle auf der Karte und sagt, gibt ihm die Bevölkerungsdichte und Windrichtung und so. Und wenn man jetzt diese große Bombe nimmt auf Hamburg, dann wäre Hamburg im Wesentlichen weg. Die Hälfte der Bevölkerung wäre tot, es gäbe einen Krater mit 2 Kilometern Durchmesser und alle bewohnten Gegenden der Stadt wären einfach dem Erdboden gleichgemacht. Und wenn man sich auch nur anguckt, dass es nicht eine Bombe davon gibt, sondern eine ganze Menge, und dann, wenn man sich anguckt, dass Russland und Amerika die größte Nummer dieser oder die größte Anzahl dieser Bomben haben, hat, dann kann man sich vorstellen, dass nur eine Handvoll der anderen Länder überhaupt eine kleinere Anzahl dieser Waffen hat. Und das zeigt uns, dass lediglich eine kleine Nummer von anderen Ländern überhaupt Waffen hat und damit Russland und Amerika so die größten Waffenländer sind. Und so können wir halt gucken, wie wir genau genommen die Länder differenzieren mit den Nummern und auch dafür sorgen können, dass weniger Länder weniger Waffen bekommen. How many nuclear warheads the United States and the Soviet Union or Russia had. Hier seht ihr eine Statistik, wie viele genau genommen nukleare Waffen die verschiedenen Staaten, in diesem Fall Amerika und Russland, zu dem jeweiligen Zeitpunkt hatten. Das hängt sehr, sehr viel stark von der Wirtschaft und von den Personen ab. Aber etwas Besonderes, was wir sehen können, ist, dass am Anfang der 90er, dass dort ein bestimmter Kampf war. Und dort gab es einen Vertrag, der den beiden Staaten, wo es diesen Vertrag gab, dass wenn einer den anderen angreift, dass wir dann bitte die Nummer der Waffen limitieren. Woraufhin, dass zumindest, sollte ein nuklearer Kampf ausbrechen, eben genau die nuklearen Waffen begrenzt und eingegrenzt werden können. Und das war halt ein großer Schritt. Und eben genau in diesen anderen Zeiten gab es halt immer einen großen Unterschied, wie viele Waffen nun zu welchem Zeitpunkt in welchen der Länder waren. Und daraufhin kann man. Verification means that, well, okay, now they agree. They've signed a contract. Nun haben sie genau diesen Kontakt, diesen Vertrag unterschrieben. Und du rüstest ein bisschen ab und dann beweisen wir uns das einfach, dass es genau diesen Vertrag gibt. Und
Und nun kann man natürlich nicht einfach irgendwelche Ingenieure in die Gebäude des jeweiligen anderen schicken, um auf Konstruktionspläne zu gucken, ob Waffen abnehmen, um genau das eben einzuhalten. Und genau deswegen braucht man halt auch viele andere Länder bzw. verbündete Partner, die eben genau in diese Länder gehen, sich das angucken und ähnliches. Und genau das lässt uns halt bei dieser riesigen Nummer, die wir zum jetzigen Zeitpunkt an nuklearen Waffen haben. Und das bringt uns zu 1994, wo es das E-Targeting gab. Die halt a missile that could be set to some target, we would set the target to undefined. So, und if it's a rocket that absolutely needs a target to operate, so, und das ist das ist halt das Abwehrsystem mehr oder weniger, was sich halt darauf geeinigt hat, dass verschiedene Städte. Es geht darum, dass man die Raketen eben nicht mehr auf die gegnerischen Städte zielt, sondern zum Beispiel nur noch Ziele im Ozean angibt. Und das war mehr oder weniger symbolisch, denn natürlich kann man schnell wieder die Ziele anders eingeben. Das war eher symbolisch, zu sagen, ja, wir zielen nicht mehr direkt auf euch, wir senken unsere Waffen sozusagen. Das ist, was called a trust-building measure. Now, to get into the mindset of the 1960s, which was, um uns nochmal genau genommen das angeht, was so in den 1960ern in den Köpfen der Menschen losging, möchte ich euch kurz einen kleinen Song vorstellen, der von Tom Mara, einem amerikanischen Politiker, vorgestellt wurde, der einen absoluten brillanten Songtext in den 1960s. Also war ein Liedermacher und Physik- und Mathelehrer. Nicht selbst Politiker, aber hat sehr viele sehr politische Lieder gesungen. First we got the bomb and that was good, 'cause we love peace and motherhood. Then Russia got the bomb, but that's okay, 'cause the balance of power is maintained that way. Who's next? Zuerst hatten wir die Bombe und das war gut. Und dann bekamen die Russen die Bombe, das war okay, denn es war die Balance of Power. Dann Frankreich und die waren auf unserer Seite. China, wissen wir nicht. Aber wer ist als nächstes dran? So, I'll just pause here for a second. He's asking, ich habe hier nur für einen kurzen Moment gesprochen, denn er fragt halt, wer ist der Nächste? Und was er beschreibt, ist ganz genau genommen, ist eben genau dieser Anteil der von Großbritannien, der eben selber nicht viel bedeutet. So, und Großbritannien hat nun eben auch selber Waffen getestet und selber etwas entwickelt. Frankreich persönlich sei auf unserer Seite. Und damals war es auch Mitglied der NATO. Und eben wenn es halt nicht kein genauer NATO-Mitglied war, war es halt auch mehr Teile von NATO separiert. So, und daraufhin wurde halt eine genau genommen Garantie ausgesprochen, dass eben genau kein Angriff stattfindet. Then Indonesia claimed that we're going to get one. Indonesien wollte demnächst eine haben und Südafrika auch. Eine für die Weißen, eine für die Schwarzen. Wer ist als nächster dran? Ägypten will auch eine haben. Um sie gegen weiß schon wen einzusetzen. Israel wollte natürlich zur Selbstverteidigung auch eine. Er ist unser Hirte, aber sicherheitshalber wollen wir doch lieber auch die Bombe haben. Luxemburg als nächstes, vielleicht Monaco. Und wir bleiben aber ganz ruhig, wenn Alabama auch die Bombe kriegt. So that was that. Apparently. So das war das. Yeah. Thank you, Tom. Vielen lieben Dank, Tom. Now, luckily, Luxembourg and Monaco did ein not Glück happen. Haben Luxemburg und Monaco keine Bombe bekommen. There are actually nuclear weapons stationed in the state of Alabama in the United States. Und wenn Sam mir endlich mal sagen kann, ob bitte in Alabama, in Amerika, in den Vereinigten Staaten Waffen liegen.
Because it didn't turn out to be an important player, but Israel, obviously. Israel war aber einer der bedeutenden Spieler. So in dieser Erklärung von 1966 war die National Atomic, also die internationale Atomenergiepartei-Behörde gefordert, die nun genau entscheiden, wer nun Atomwaffen bekommt. Und in diesem Fall können das halt nur 5 Länder, und das sind halt nur Amerika, Russland, Frankreich, China, und niemand anders kann jemals Waffen bekommen. Die können keine Waffen bekommen, aber nukleare Reaktoren, um halt zur Energiegewinnung beizutragen und ähnlichen Energie herzustellen. Und dann wird es Inspektionen geben und Sicherheitsinspekteure, die sich auch eben das angucken, damit es eben kein nukleares Material gibt, was für nukleare Waffen verwendet werden könnte. So, und das ist eben in Israel nicht drin. Do get nuclear energy technology, and that so is keiner dieser nuklearen Waffenstaaten darf je nukleare Waffen bekommen. Okay, as you see, the Big Five and a large number of other states actually find this a great deal. Die Nicht-Waffenstaaten bekommen ausdrückliche Unterstützung mit der zivilen Nutzung der Energie, der friedlichen Nutzung. Und wir gucken jetzt mal, was diese 5 Staaten sind und was. Der erste Staat ist Israel, wer auch schon 1966, wer auch, die das halt schon 1966 schaffen, nukleare Waffen zu erstellen, und haben auch Technologiehilfe davon von Frankreich und Deutschland bekommen. Und das ist aber ein großes Geheimnis, denn Israel hat nie zugegeben, Waffen oder nukleare Waffen zu besitzen, und das war quasi mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Their official policy is that they would not be the first to introduce nuclear weapons in the Middle East. Sie möchten halt nicht offiziell das erste Gebiet sein, was nukleare Waffen im Nahen Osten hat. Und das nächste ist India. Und 10 Jahre später, genau, in der industriellen Entscheidung, gab es halt nukleare Physiker, die das erste Mal etwas nukleare Waffen das erste Mal selbst entwickelten, ohne internationale Hilfe, und die halt eine friedvolle Explosion durchführten als Test. So, und dann gab es halt ein Embargo, dass kein anderes Land keiner nukleare Stoffe nach India schicken durften. Und es stellte sich allerdings heraus, dass der indische Markt viel zu interessant oder beziehungsweise viel zu interessant für die Investoren war, um dort nicht trotzdem ökonomische Sachen anzulegen. Oder zu transferieren. India is very explicit in saying that the Non-Proliferation Treaty is unfair, because some states get to have nuclear weapons. India hingegen findet ebenfalls, dass genau diese Politik ebenfalls unfair ist, denn schließlich können ausschließlich einige Länder Waffen bekommen, anderen ist es grundsätzlich untersagt. Und dies sei halt eben keine rechte Machtverteidigung. Pakistan hingegen hat große eigene Konflikte und ist auch abgebrochen durch eben diese Konflikte. Und vor allem durch diesen Mann auf dem Foto, Abdul Qadir Khan, hatte große Hilfe bei der Entwicklung von bei der Bildung von nuklearen Waffen von der Niederlande. Dort arbeitete er halt legal und hat sich Einblick in seine Dokumente verschafft und hat sich da Wissen angeeignet und Dokumente gelesen, und plötzlich hatte Pakistan halt nukleare Waffen. Safeguards in place. So, und da waren dann aber auch keine Sicherheitsinspekteure. So, Abdul Qadir Khan hat ebenfalls geholfen, anderen Ländern wie Nordkorea und ähnlichem, ebenfalls an der Waffenarbeit für nukleare Waffen mitgearbeitet. Because they see it as an essential tool of maintaining and securing the. Und das ist halt ein großer Teil, um seine eigene Unabhängigkeit und anderes zu sichern, weswegen der Grund genannt wird, nukleare Waffen zu besitzen. Nordkorea hat ebenfalls begonnen, nukleare Waffen herzustellen.
never relying on anybody or any actor other than themselves. So, und die haben sich halt vorgenommen, niemanden. Abdul Qadir Khan was so, hier auch ebenfalls Abdul Qadir Khan, der auch hier Nordkorea half in der Waffenentwicklung von nuklearen Waffen. Und ebenfalls 2006 fand dann der erste nukleare Test stand. Und das war der erste Test, der in den letzten, der in den 8 Jahren dann international geschehen ist in Nordkorea. Nuclear Non-Proliferation Treaty. Hier sieht man, was alle diese Länder von den, von eben genau diesem Abkommen halten, was nur 5 Ländern erlaubt, Waffen zu haben. Der Südsudan hat halt nichts mit Waffen zu tun. Okay, so this was the and historically there have been other cases. South Africa und auch was also historisch war zum Beispiel auch Südafrika, der ebenfalls vom Song eben von Tom erwähnt wurde. Bei denen war das halt mehr eine politische Diskussion, eine politische Entscheidung. Gun-type devices with uranium, which they had. Und da ging es eher darum, dann Uranium herzustellen. And there have been no known. There's a small caveat, which you're going to see later. There have been no nuclear tests conducted by South Africa, as far as we know. And luckily, the political shift that set in South Africa. Südafrika hat keinen bestätigten Test durchgeführt, aber sie haben Bomben gehabt. Und mit dem Ende des Apartheid-Regimes haben sie dann auch den Vertrag über die Nichtverbreitung von Nuklearwaffen unterschrieben und haben auch wirklich offiziell gesagt, wir wollen keine Kernwaffen haben. Und das ist das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass ein Land sich offiziell davon distanziert hat und gesagt hat, wir wollen es nicht. Okay, these three states, the Ukraine, Kasachstan diese drei Staaten, nämlich Ukraine, Kasachstan und Sudan, haben quasi über Nacht in 1991 plötzlich über Nacht nukleare Waffen besessen. Und auch... Und ja, wir sind jetzt eine neue Stadt. Oh, wir haben Waffen und das nukleare Waffen und diese Waffen waren halt mehr oder weniger halt platziert, aber es gab halt keine Codes und nichts Ähnliches, was halt gebraucht werden konnte, um eben eine Operation mit diesen nuklearen Waffen durchzuführen. It was very valuable to them and in an enormous act of negotiation. Und genau darum. It was managed to convince them to give up these nuclear weapons. Und in einem Prozess wurde halt erwähnt, dass oder beziehungsweise entschieden oder mehr oder weniger geschafft, dass eben genau diese nuklearen Waffen nicht mehr im Besitz des Landes waren, sondern zurück zu Russland gegeben wurden. Und es gab für die Aufgabe der, dass sie die Kernwaffen aufgeben, gab es Garantien für unter anderem die Ukraine, dass Russland sie nie eine Invasion machen würde in der Ukraine. Vor 20 Jahren gab es diese Garantie. For whom it is okay to have nuclear weapons und for whom it dieser Vertrag, der festlegt, wer Kernwaffen haben darf und wer nicht. Und natürlich gibt es viele andere Staaten, die das technisch könnten. Und es gibt diese Listen. Schweden ist auf der Liste und Japan und Deutschland, die könnten technisch Kernwaffen bauen, haben aber politische Motivation, es nicht zu tun. Aber und für einige war das einige Zeit lang interessant, wirklich, und gerechtfertigt, Atomwaffen zu bauen, aber jetzt nicht mehr. Und das obere ist aus den 1980ern im Irak und das untere ist aus Syrien, wo Israel diese Nuklearanlagen bombardiert hat, aus Angst, die könnten Kernwaffen entwickeln. Andere Staaten sind hier, da gab es politischen Druck, wurde ausgeübt und hat sie daran gehindert, Nuklearstaaten zu werden. Und generell ist das langfristig eine gute Idee, denn je weniger Nuklearstaaten es gibt, desto besser. Aber die, die das unter Bruch des Vertrages gemacht haben, die Länder, das gibt es dann besondere Animositäten zwischen bestimmten Ländern, insbesondere in der arabischen Welt. So, dies ist eines der größten Karten nennen. Und teilen macht Freude, das wissen wir alle. Und ja, wir teilen dann halt auch nukleare Energie und nukleare Produkte. So, und Nuklearhandel ist halt in 5 Staaten erlaubt. Und
non-nuclear weapon states under the non-proliferation. So befindet sich halt nun nukleare Waffen in nicht-nuklear erlaubten Ländern. Und das ist so, wo kommt das her? They have a position on this. Und, if you ask them, how can you be stationing nuclear weapons in Germany? Haben halt, and they say, well, they're only stationed, you know, we didn't give them und, away. Und das ist halt, wie schafft ihr es halt, nukleare Waffen zu haben, obwohl ihr keine, obwohl es euch nicht erlaubt ist, nukleare Waffen zu haben. Und dann ist es halt, nein, wir lagern die nur zwischen, wir sind nur eine Station und gehören die gar nicht. Und es geht halt darum, dass in diesem Fall, dass das Land halt, oder die Soldaten in diesem Fall lernen und das als Trainingsmaterial verwenden und halt anhand dieser Produkte lernen, wie man nukleare Waffen setzt, obwohl sie nicht besitzen dürfen. Und nukleare Waffen, so ist es also in Ordnung, wenn wir die Waffen in Friedenszeiten vergeben, denn sie sind ja schließlich für Frieden, in Friedenszeiten vergeben, denn sie sind ja schließlich für Krieg gemacht. Yes, there's no better explanation. Da gibt es anscheinend keine bessere Erklärung. Is the non-proliferation treaty working? You know, so ist diese, ist das System, funktioniert das? Big unfair fuck up of oder ist das mehr so ein abgefucktes System von fünf Ländern? So, in der Mitte des 20. Jahrhunderts war es sehr, sehr schwer, nukleare Waffen zu entwickeln. Und eben aufgrund der Ressourcen und Ähnlichem. Und nachdem haben in den letzten 50 Jahren lediglich vier Länder dem sind da hinzugekommen und haben ebenfalls die Möglichkeit, I guess we can say, nukleare Waffen herzustellen, das Know-how zu haben und ebenfalls die Ressourcen. Es wird also immer einfacher, nukleare herzustellen. Wir kommen zum nächsten Thema, das ist nukleares Testen. And you explode it somewhere. Also man muss natürlich die Waffen testen, um allen zu zeigen, wie toll sie funktionieren. Und natürlich braucht man wissenschaftliche Daten und so. Und einige Staaten haben ganz schreckliche Ideen, wie man das machen. Das ist das US-Militär in den 50er Jahren. Und andere Staaten haben auch ganz blöde Ideen gehabt, wie Frankreich zum Beispiel. Man nimmt ein schönes Urlaubsparadies im Pazifik und macht es dem Erdboden gleich. Poor thing. Okay. So nuclear testing is obviously destructive. Also nukleare Tests sind natürlich zerstörerisch und machen Sachen kaputt. Und this is a chart of how many nuclear test explosions have been done. Ein Diagramm, wie viele Tests von wie vielen Staaten durchgeführt wurden. Es gibt hier zwei wichtige Sachen in diesem Graph, die wir sehen können, herauszufinden, was passiert. Wir sehen, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion und Russland natürlich den größten Teil des Problems darstellen und den größten Teil der Tests durchgeführt haben. Und dann sehen wir Ende der 50er Jahre diese Lücke. Was ist da passiert? Da gab es praktisch keine Tests mehr. 58 und 59. Und dann hört es irgendwie Ende der 90er so mehr oder weniger auf. Und verglichen mit 20 Jahren vorher ist fast nichts. Es ist nur noch ein bisschen. Und wir gucken mal, warum das passiert ist. Es gab hier zwei Verträge, die hier eine wichtige Rolle spielen. Und es gibt ein teilweise Testverbot und ein vollständiges Testverbot. Der erste war 1963 und das andere nach dem Kalten Krieg 1996. Nach dem partiellen Testverbot, Verbot atmosphärische Tests und im Weltraum. Das haben sie vorher wirklich gemacht und so auch unter Wasser. Und es sieht hübsch aus oder so. Und das ist verboten dann. Und die meisten wichtigen Staaten haben das unterschrieben. Frankreich und China haben es nicht unterschrieben und sie haben auch danach noch atmosphärische und Unterwassertests gemacht. Aber im Wesentlichen haben die auch in den 80er Jahren damit aufgehört. Frankreich war der letzte Staat von diesen fünf offiziellen Kernwaffenstaaten, die noch einen Test gemacht haben in 1998. Nordkorea hat den Vertrag nicht unterschrieben. Aber insgesamt war es eigentlich ein funktionierender Vertrag. Isotopes, that means types of nuclear atoms. Warum das so? Also es geht um Isotope, die in den Kernexplosionen
erzeugt werden und nur in Explosionen. Davon gab es in der Atmosphäre ganz, ganz viele. Und diese Freisetzung von Kernmaterial, die durch die Atmosphäre und Winde und Meeresströmungen verbreitet wurden, da gibt es zwei ganz besondere. Das ist Cäsium-137 und Strontium-90. Und die wurden in Kinderzähnen gefunden und in Milch. Und es war in den 50er und 60er Jahren. Und kleine Kinder sollten ihre Milchzähne einschicken, wenn sie ausfielen, für wissenschaftliche Untersuchungen, um herauszufinden, ob der von den Tests beeinflusst worden. Und Kinder, die in den Gegenden gewohnt hatten, wo die Tests stattfanden, hatten einen höheren Anteil von diesen radioaktiven Isotopen. Und der Artikel ist hier, den kann man runterladen. Und da steht, Dear Science, liebe Wissenschaft, mein Name ist Katie. Es ist etwas makaber, aber die sollten Teile von ihrem Körper einschicken, um zu sehen, wie radioaktiv die waren. Das ist jetzt die Anteile dieser Isotope in der Atmosphäre. Da sieht man, der Anteil steigt. Das ist in Österreich, in der nördlichen Hemisphäre, und die rote ist die südliche Halbkugel. War der Anstieg, weil die meisten Tests auf der Nordhalbkugel waren und es dauerte, bis sich das verbreitete. Und die Achse ist nicht so ganz richtig. Das ist der natürliche Level, ist der blaue Strich. Und der ist bei 100, das heißt, es fängt nicht hier bei 0 an. Dieser Graph, das ist eine Megacurie, glaube ich, und es stieg auf etwa das Doppelte des natürlichen Levels. Und das hat Politikern und der Öffentlichkeit Sorgen gemacht, und dann gab es großen Druck, damit aufzuhören. Und auf der rechten Seite sieht man, der ist französisch. Dafür gibt es einen guten Grund. Und da sehen wir auch die Level von radioaktiven Materialien und mit einem großen Peak in den 60ern und dann langsam abfallend. Und sind diese Daten? Ein französisches Nuklearforschungsinstitut. Die haben Weinflaschen reingetan und haben Cäsium-137 gemessen. Und dieses entsteht nur in Kernexplosionen und nicht natürlich auf der Erde. Und sie haben einen Weg gefunden, diese Weinflasche aus der Zeit vor den 50er Jahren kommen konnte. Denn wenn da Cäsium-137 drin ist, dann muss sie in den 50er Jahren geschlossen worden sein oder später. Und das ist nützlich für Kunstgeschichte, wann ein Bild versiegelt wurde. Und für viele Dinge ist es nützlich. Und dann weiß man, ob es nach oder vor dem Beginn von Kernwaffentests stattfand oder gemacht wurde. And it's rather short, and it says, don't cause nuclear explosions. Don't call them peaceful, like India did. Da gab es halt diese Aussprache, nämlich nennt nukleare Waffen nicht friedlich, so wie Indien das zum Beispiel gemacht hat. Und genau dabei ging es halt bei dieser Operation, I've had the chance to practice. Ich hatte Zeit, das vorzubereiten. Und wir haben ein Netzwerk erstellt und eine riesige Kampagne dazu. Was halt sich feststellen lässt, ist, dass halt in den letzten 20 Jahren tatsächlich kaum nukleare Tests entstanden sind. Und im Gegensatz zu in den 90ern und 60ern, wo halt Ishai Hashimoto, ein Künstler, hat halt eben genau diese Karte erstellt, das so ein bisschen in der Videospieloptik ist, alle nuklearen Tests erstellt mit Soundeffekten und eben alles andere, und das es halt 15 Minuten hat, und dafür haben wir leider heute nicht die Zeit, und ich weiß auch nicht, aber wenn man das halt ganz schnell abspielt und lustige Sachen gibt, dann kann es tatsächlich auch eine humoristische Wirkung haben. Und hier, na gut, spielen wir es einfach ab. Okay.
Mr. Hashimoto, I'm very sorry. Tut mir leid, Mr. Hashimoto, es tut mir sehr leid. Sie haben sich vielleicht gewundert, was dort in Afrika passiert ist, warum da auch eine Explosion war. Und das war Frankreich. Die wollten nämlich keine eigenen Tests in ihrem eigenen Land machen. So, und genau diese Organisation kümmert sich halt darum, herauszufinden, wann ein nuklearer Test stattfindet. Und das ist gar nicht so, so leicht herauszufinden, denn sie haben ein großes Feld, wo Hunderttausende technischer Offiziere und ähnliches auch halt aufgebaut haben. Und dort üben sie, was würde passieren, wenn dort nun ein Test stattfindet, um eben genau das inspizieren zu können. Und warum ist das so schwierig? Und da können wir uns genau das hier angucken. Das ist das Vela-Incident. Das beschreibt halt das, was passiert ist an einem Tag 1979. Und da gab es halt eine Zeit lang, wo halt Satelliten und ähnliches, die halt genau auf der ganzen Welt geguckt haben, wo nun nukleare Explosionen stattfinden. Und sie können aber bis heute noch nicht sagen, ob es nun genau eine nukleare Explosion war. Das ist so das beste Beispiel für, du hattest einen Job und du hast ihn vermasselt. Da gibt es eine Theorie, eine Transparenztheorie, dass es eine gemeinsame Operation zwischen Südafrika und Israel war, dass es dort einen Test gab, aber das ist halt lediglich eine Theorie. Sie haben halt nun herausgefunden, dass die nukleare Strömung allerdings aus einer anderen Richtung kam und eben damit aus dem Weltall und nicht von der Erde aus. Okay, so the CTBTO is setting up this measurement network, and it's a very intricate and large. So, und die haben halt nun genau dieses Netzwerk aufgebaut, und da sieht man oben links, dass mitten in Norwegen eine kleine Station aufgebaut wurde, so wie in China und Peking. Und unten links, da seht ihr eine seismische Messstation für Erderschütterungen und rechts für Schallwellen, die durchs Meer gehen. Und ich glaube, das sind mittlerweile mehr als 1000 Stationen, die über die Welt verteilt sind. Und vor 15 Jahren hat das begonnen und die haben da einen sehr guten Job gemacht, die ganzen Stationen aufzustellen. So. Und mit all diesen Stationen hatten sie eigentlich eine sehr gute Chance, nun herauszufinden, ob genau dieser Punkt nun eine nukleare Explosion war, ja oder nein. Und da gab es Nordkorea hat nun einen Test gemacht, 2006. Und niemand darüber war halt glücklich, dass Nordkorea 2006 diesen Test gemacht hat. Beziehungsweise das war so, man kann davor, das kann nicht genau planen, wodurch das halt so das erste Mal der wirkliche Test war und das wirkliche Einsatzfeld. Okay, so das hört sich doch alles super ab. Es gibt das Netzwerk, was das waren, nukleare Explosionen, die halt irgendwie stoppen, beziehungsweise langsam aufhören. Das hat halt keinen wirklichen Effekt, weil es lediglich Leute sind, die halt etwas unterschreiben und dafür ihre Signatur geben, aber das halt nicht wirklich beziehungsweise einhalten müssen, und es gibt auch niemanden, der das kontrolliert. Und es gibt auch immer noch Staaten, die eben nicht unterschrieben haben. Dazu zählt halt Obama, when he ran for his first presidential term, dazu zählt dann halt auch Amerika, der das halt fehlt, beziehungsweise Obama hat da halt ein bisschen nachgehakt, beziehungsweise versucht, Leute dazu zu bewegen, dazu zu unterschreiben. Das hat allerdings nicht geklappt. Even if they haven't done so for almost 25 years now. Aber Amerika wollte sich nicht darauf eingestehen, keine nuklearen Tests mehr machen zu wollen, obwohl sie das seit 25 Jahren halt sowieso nicht mehr machen, aber wollten sich halt diese Chance nicht nehmen. Because nuclear tests have
de facto almost stopped. Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich de facto die nuklearen Tests halt eigentlich gestoppt haben. Ich habe mich da vertan. Frankreichs letzter Test war 1996. So, okay, I guess we should push for more ratification. Now, und nun kommen wir halt dazu, was kannst du eigentlich tun und was halt auch jeder tun kann und wo halt auch People sich engagieren können und darüber reden. Und Hackers ist so, das ist das, worüber die Konferenz eigentlich ist. Und ihr könnt euch den Talk von Moritz Kück angucken, der sich halt anguckt, was die technologischen Probleme der nuklearen Waffen sind. Und ihr findet es auf mediaccc.de. Hard work to be done. Und da ist halt ein großer Punkt, was halt noch gemacht werden muss. Und wenn ihr euch Moritz Talk anguckt, dann könnt ihr halt sehen, was ihr auch gerade in dem Bereich noch tun könnt. Und diese Seite, die suche ich eigentlich oder mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, bevor ich diesen Talk gemacht habe. Und wenn ihr halt eure Regierung dazu bewegen wollt, etwas zu tun, ist hier heute jemand aus Pakistan oder Indien angereist? Ach, wie ärgerlich. Ich sehe niemanden. You could use, your democratic pressure to push for CTBT signature. So, und dann könnt ihr halt eben genau diese Listen verwenden. Und ich möchte natürlich, steht auch Nordkorea drauf, und ich möchte mich natürlich nicht mit Nordkorea anlegen und auch lieber keine Witze drüber machen. And it would be a big help if the CTBT actually went into effect finally. Now, und es würde halt einen riesengroßen Vorteil machen, wenn die CCIT endlich halt effektiv eingesetzt wird. The Nuclear Non-Proliferation Treaty, because it's unfair, as certain countries think, and it doesn't really fit into the times anymore. Und was halt, und es passt halt auch dieses das CTBO passt halt auch. Und die CTPTO, das ist genau das Netzwerk, das ist genau die Station, die dieses allgemeine weltweite Netzwerk aufbaut. Und die brauchen alle, also ganz, ganz viel Hilfe. Und da seht ihr halt hinten den Namen und all das, wo ihr euch merken könnt. Devise better reactors, we could get rid of nuclear power. There's different ways, but we just have to find one. Und es gibt ganz verschiedene Wege, da entgegenzugehen. Und wir brauchen halt. Do away with goddamn nuclear weapons. Und was wir halt auch mal alle machen können, ist endlich, hoffentlich kommen wir zu dem Punkt, wo endlich alle nukleare Waffen verschwunden sind. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you for the great talk. We now have about vielen Dank für diesen ganz tollen Vortrag. Wir haben jetzt 10 Minuten für Fragen und Antworten. Wenn ihr jetzt unbedingt schon gehen müsst, dann seid bitte leise dabei, damit ihr nicht stört. Aber ihr könnt auch einfach bleiben, es sind nur noch 10 Minuten. Wir haben 6 Mikrofone. Und stellt euch einfach an und dann können wir sehen, wo wie viele Fragen sind. Also, if you're in the chat, there's the wenn ihr im Chat seid, im IRC, wir haben ja ein Human-Computer-Interface hier und können die vorlesen lassen. Microphone number one. Mikrofon 1. Ja, hi Michael. Hi Michael. Nuclear physics and Nuklearphysik und medizinische Physik. Ich habe etwas zu sagen. Wir sehen, dass China jetzt zuerst Submersal Nuclear Missile Crisis. So they are joining the submarine force. Haben jetzt ein Nuklear-U-Boot, das erste Mal für eine Second-Strike-Capability, das sie. Und es ist natürlich möglich, man kann eine Bombe bauen aus Natururan, das wiegt nur 30 Tonnen, deswegen kann man sie nicht ausliefern und abwerfen. Aber die Hohlkugel hat den Vorteil, dass man keine Metallkugel braucht, um den Druck zu erhöhen. Aber wenn man den Druck nach innen aufbaut, dann kann mehr Kernspaltung stattfinden. Okay. Meine Frage ist,
get the data from? Wo hast du die Daten her für die Verschmutzung in Japan nach den Atombombenabwürfen? Solche Daten habe ich gar nicht. Nein. Ich spreche vom Zweiten Weltkrieg. World War II. So there yeah. is. Oh. I well, do those not are know estimates, of course. Those are estimates, of course. Das sind natürlich nur Schätzungen. Da gab es keine guten Messungen. Es gab keine guten Messmethoden und es wurde nie was veröffentlicht. Yes. Okay, könnt ihr die Diskussion dann vielleicht nach dem Talk weitergehen? Eine Frage aus dem Internet. Internet is slow today. Das Internet ist aber langsam. Does the comprehensive test ban apply to private test ban treaty? betrifft das auch Privatpersonen? Nein, ich glaube nicht. Aber es richtet sich an Staaten. Most of the countries aber die meisten Staaten haben Gesetze, dass man als Privatperson keine Nuklearexplosion herbeiführen darf. Das gibt es im deutschen Strafgesetzbuch. Da geht es um das von nicht weniger als 5 Jahren bestraft. Ja, Herbeiführen einer nuklearen Explosion geht man mindestens 5 Jahre ins Gefängnis. For our English-speaking listeners, that means that you have to go to jail for 5 years if you cause a nuclear explosion. Microphone number 3, please. Microphone 4. Hello. In the 2600 magazine recently, 2600 Magazin war neulich ein Artikel, dass die Minuteman-Raketen lokal kontrolliert wird und nachdem der Countdown abgelaufen ist, kann es aus der Ferne kontrolliert werden. Und die Minuteman-Crews haben ein Spiel daraus gemacht, um den Countdown so weit wie möglich ablaufen zu lassen, bevor sie den zurücksetzen. Kannst du da was zu sagen? Und stimmt das? Und haben andere Länder auch sowas gemacht? Nein, ich weiß nichts darüber, aber es gibt einen anderen Report, der veröffentlicht wurde in einer Fernsehsendung. Und da haben sie darüber gesprochen, schlimme Sachen, die mit der Nuklearmacht in den USA passiert sind, mit Tests und ähnlichen Sachen. Im Kalten Krieg war diese Idee, dass man, das waren einfach nur große Zahlen und man kann sich das nicht vorstellen, dass 1 Million Menschen ums Leben kommt. Dann ist es einfach zu abstrakt. Nummer 4. Ja, ich habe eine kurze Frage. Glaubst du nicht, dass wir Atomwaffen brauchen, um Wladimir Putin abzuschrecken, von schlimmen Sachen zu tun? Nein, glaube ich nicht, denn Russland und die Vereinigten Staaten sind beide Nuklearmächte und es macht keinen Sinn, jemanden mit Nuklearwaffen zu bedrohen. Putin macht es aber. Ja, aber viele andere machen das auch. Aber ich möchte keine Eskalation haben, also lass uns niemanden bedrohen. Internet nochmal? In Hashimoto Isao's Video kann man sehen, dass lange Pausen da sind ohne Tests. Nur wenn jemand wieder startet, dann ziehen alle anderen sofort hinterher mit eigenen Tests. Und ist das irgendwie eine Art Ping-Pong, die da passiert? Ja, ist eine gute Frage. Und ich glaube, einiges davon sind die Ungenauigkeiten in den Unterlagen, obwohl es eigentlich gut dokumentiert ist, aber der Test standfährt in sogenannten Kampagnen. Man macht einfach 5 innerhalb von einer Woche und dann ist erstmal eine Pause wieder von vielen Wochen oder Monaten vor der nächsten Kampagne. Und ich würde sagen, in den 60er Jahren, das Video war überwiegend in der Zeit und in 98 bei Indien und Pakistan war das natürlich kein Zufall. India hat einen Test durchgeführt und innerhalb von einer Woche hat Pakistan auch so einen Test durchgeführt und das war ganz klar eine Reaktion auf den indischen Test. Danke für diesen hervorragenden Vortrag und ich habe ein kleines Detail zum Test-Ban-Treaty. Einer der Hintergründe ist, in den 90er Jahren der USA war, dass die Kernwaffengemeinschaft dachte, dass die Capacity und die Möglichkeiten sind gut genug, dass man keine Tests mehr braucht. Und deswegen haben sie eine diplomatische Initiative daraus gemacht und haben andere Länder gedrängt, das zu unterschreiben. Denn sie
waren sich sicher, dass die Waffen virtuell testen konnten. Und dann haben sie auch den Chinesen und Franzosen Codes gegeben und konnten den Modellen Sachen machen. Und in den 90ern dachten sie, dass sie das garantieren konnten. Und das nach 20 Jahren, was jetzt ist, wir können nur 20 Jahre lang garantieren, dass unsere Waffen funktionieren. Und die überprüfen das und testen das und verifizieren das, dass sie funktionieren. Aber meine Frage ist, glaubst du, dass jetzt neue Tests stattfinden? Denn alle diese Designs aus den 70er und 80er Jahren sind jetzt nicht mehr verifiziert. Oder werden sie weiterhin auf Computersimulationen vertrauen? Ja, die Simulationsfähigkeiten sind viel besser geworden seit den 90ern und es ist jetzt eine größere Chance, dass man wirklich erfolgreiche Simulationstests machen kann. Aber es stimmt, Nuklearwaffen werden schlechter im Laufe der Zeit und man kann nicht mehr ganz genau sagen, wie sich alle Materialien verändert haben und man weiß nicht genau, ob sie noch funktionieren. Aber der politische Druck, der weltweite politische Druck ist so, dass ein neuer Kernwaffentest von den USA oder von Russland würde so einen öffentlichen Aufschrei verursachen, dass sie es nicht machen würden. Und rechtlich sind sie dazu, ist es ihnen erlaubt, aber ich glaube nicht, dass sie es versuchen würden. Nummer zwei. Quick heads up. Officially, Alabama does not store or produce nuclear weapons. Maybe you know, are there any movements against semi-nuclear weapons or weapons that don't irgendwas gegen halbnukleare Waffen, die keine nuclear shit stored inside them to produce Kernreaktionen machen, sondern nur Hitze erzeugen oder sowas? Well, you have depleted uranium ammunition. Abgereichertes Uran und benutzen da Uran, weil es ein sehr hartes, schweres Metall ist. Und das erzeugt radiologische Probleme. Gibt es Bewegungen gegen diese Arten von Munition? Es gibt einen Vertrag über die Beschränkung von spaltbarem Material und man muss wirklich aufschreiben, wie viel man hat und wo es ist und die Materialien sichern. Und es gibt damit man weiß, wo das Material ist, damit es nicht in die falschen Hände gelangt und andere Waffen daraus machen können. Okay, das ist ein Beschränkungsvertrag für spaltbares Material.